Das ist natürlich das Problem, wenn du selber dich für so gut hältst oder du tatsächlich so gut bist, dass du halt eben als Pro gelten möchtest, sage ich mal, aber deine Freundin, mit denen du spielst, das halt eben überhaupt nicht so sehen und weiterhin Gelegenheitsspieler oder halt eben nicht ganz so Hardcore-Spieler sind wie du selbst. Dann ist natürlich ein erzwungener Konflikt. Das kann ja schon fast gar nicht anders laufen, wenn du eine Einstellung hast, die praktisch besagt, ja, mein Team ist schuld. Ich kann mich nicht mehr verbessern, es ist alles mein Team. Ja, und das ist zum Beispiel dann auch eine Sache, da kommen wir schon, da driften wir auch vielleicht ein bisschen im Thema, aber das ist dann auch wiederum so eine Frage, so ein bisschen von der Teamleitung und sowas. Aber ist es natürlich auch eine Sache, also das muss ich jetzt nur nochmal ein bisschen erklärend hinzufügen. Ich will jetzt damit nicht irgendwie groß sagen, dass alle Leute, die sich, sage ich mal, unten in dieser Grenze befinden, irgendwie besonders aggressiv sind oder allgemein, dass das zwangsläufig dazu führen muss. Aber man kennt es ja aus dem Freundeskreis, man kennt es auch von sich selbst. Es gibt immer wieder diese Situation, wo wirklich diese richtige Aggressivität aufkommt. Und um nochmal so ein bisschen das Thema zu wechseln, man kennt das ja auch sogar, sage ich jetzt mal, von irgendwelchen Jump-and-Run-mäßigen Spielen, wenn es so einen bestimmten Sprung gibt oder einen bestimmten Boss gibt, den man einfach nicht schafft. Es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen darauf. Es gibt Leute, die können das sehr positiv in Energie umsetzen und dann sagen, ich muss das schaffen, ich erarbeite mir das jetzt, ich, aber sozusagen, ohne sich dabei jetzt zu sehr irgendwie schlecht zu machen oder ohne dabei zu sehr Hass auf das Game an sich zu kriegen, sondern das eben positiv umzusetzen. Und es gibt dann auf der anderen Seite Leute, wo ich mich selbst schon fast so einordnen würde, die sehr schnell davon genervt sind, die sehr schnell Wut kriegen und sehr schnell sozusagen sich darüber aufregen, dass sie es nicht schaffen, sehr schnell sozusagen so einrasten und einfach nur noch das schaffen wollen, aber auf der anderen Seite zu verkrampft sind, einfach um weiterzukommen. Ja, das Problem ist natürlich auch, dass es viel von der Stimmung abhängig ist, wie du so etwas umwandelst. Ob du dir nun sagst, das ist jetzt eine Herausforderung, das möchte ich schaffen, da arbeite ich jetzt dran. Oder ob du dir eben sagst, das ist das Spiel schuld, das Spiel behandelt mich unfair oder die anderen Spieler spielen unfair. Das hängt natürlich davon ab. Entweder du hast bei der Arbeit eine Lohnkürzung bekommen, ein Freund hat was Unfaires über dich gesagt oder du hast Ärger von deinem Lehrer oder deinem Dozenten bekommen. Je nachdem bist du natürlich in einer völlig anderen Stimmung. So kann es natürlich auch sein, dass du an manchen Tagen völlig frustriert wirst und wütend wirst oder an anderen Tagen dir sagst, dann ist das eben so. Oder dann muss ich eben doch besser werden. Das ist dann wahrscheinlich auch ein sehr guter Punkt, um mit der ganzen Erwartungshaltung-Problematik sozusagen anzusetzen, weil die Erwartungshaltung ist auch, denke ich mal, eine der entscheidendsten Ursachen sozusagen von Aggressivität, zumindest so diese, sage ich mal, frustinduzierte Aggressivität, wenn du wirklich so, sag genau, perfektes Beispiel, um jetzt mal nochmal auf die Schulzeit zurückzukommen. Kann man sich natürlich auch genauso auf den Beruf oder die Uni oder sonst was beziehen. Eben, du hattest einen schlechten Tag, du bist kaputt, du hast wenig geschlafen, weil wahrscheinlich sowieso schon so ein Gamer bist. Na, jedenfalls, ja, natürlich, kleiner Witz muss sein. Und kommst dann eben so in diesem Zustand nach Hause und du denkst den ganzen Tag schon nur noch daran, ich will heute Abend unbedingt das und das Rating erreichen. Ich will unbedingt so und so viel mich verbessern. Ich will den Rank up haben, was auch immer. Und dann bist du abends und zum Beispiel einer kann nicht, du musst dir irgendeinen anderen suchen und dann geht alles den Bach runter. Und das ist dann wirklich nur noch der pure Frust. Die Frage ist ja, es ist ja nicht nur bei Videospielen, dass du irgendeine Erwartungshaltung setzt, sondern du hast ja auch bei anderen Dingen, bei deinem Sport hast du Erwartungshaltung, bei deinen Schulleistungen hast du Erwartungsleistung oder bei deinem Studium, bei deiner Arbeit, bei deiner Beziehung, was auch immer, du hast immer Erwartungshaltung. Aber im echten Leben regt sich niemand so sehr auf, wenn etwas schief geht, wie bei Videospielen. Woran liegt das? Ist es wirklich die Anonymität? Oder einfach dieses spontane an Videospielen? Also erstmal denke ich, das hängt damit zusammen, dass Videospiele ja eindeutig Freizeit sind. Sie sind völlig frei gewählt, ist jetzt nicht so wie Uni oder so, weil natürlich wählt man da auch was, aber da ist ja viel Zwang mit drin. Aber ein Videospiel ist was, das ist hundertprozentig in deiner Freizeit. Das machst du wirklich nur ausschließlich deswegen, weil du es selbst damit angefangen hast. Natürlich entwickeln sich da auch starke Zwänge über die Zeit, dass du dann sich sozusagen da reinsteigerst und unbedingt irgendwas Bestimmtes schaffen willst und so weiter. Aber erstmal im Allgemeinen ist es halt so, es ist was völlig Freiwilliges und dadurch kommst du vielleicht auch noch am krassesten vor, sozusagen, dass du die Freizeit verschwendest und dass dadurch dann sozusagen dir das besonders ärgerlich erscheint. Also, wenn man auf dieser Schiene denkt, was natürlich auch sein könnte, ist, dass es daran liegt, weil ja auch Spiele ganz anders, zum Beispiel als jetzt Fernseher oder so, du wirst ja auch sozusagen in diese Spielewelt reingesogen. Damit meine ich jetzt nicht, dass du dir wirklich vorstellst, du bist da jetzt irgendwie in der Höhle und klopfst da die Drachen weg oder so, aber sozusagen, dass du das
gewisserweise Realität werden lässt schon und sozusagen es wirkt auf dich ein, du fühlst dich dadurch noch mehr unter Druck gesetzt und all das Mögliche, gerade dadurch eben, dass sozusagen, es ist ja richtig aktiv, dass du daran teilnimmst. Das ist ja nicht wie irgendwie ein Film oder ein Buch, wo jetzt sozusagen du einfach die Geschichte vorbeiziehen lässt, sondern du bist selbst der aktive Teil, der was verändern kann. Und dann regt man sich wahrscheinlich auch am meisten mal sein eigenes Versagen auf. Weil es ist ja auch so, es sitzt wirklich nur eine PC vor, eine Person vor dem PC, es sitzt nur eine Person, nämlich du selbst vor der Konsole und so weiter. Und es gibt halt keinen so wirklich, auf den du schieben kannst. Auch wenn man es natürlich nach außen hin oft macht, auf die Cheater, auf die Gegner und so weiter. Aber letzten Endes, so im Unterbewussten ist man sich wahrscheinlich verdammt sicher, dass man selbst eigentlich nur derjenige ist, der sozusagen es versaut hat. Zumindest in den meisten Fällen. Dabei ist man ja, wenn man sich gerade Let's Plays und sowas anschaut, sehr selten langsamer oder schlechter als die anderen. Zumindest sehr selten so schlecht, dass es stören sollte. Genau, es ist ja auch oft so, dass man dann meistens, wenn man irgendein anderes Genre spielt oder so, oder wenn man jetzt, weiß ich was, die Konsole wechselt, oder wenn man überhaupt auf der Konsole spielt und sonst vorher nur PC gespielt hat und so weiter, dann ist es klar, dass man jetzt nicht so gut ist wie jemand, der da schon jahrelang dran ist. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Ich denke, man kann sich bei Games auch wirklich sehr, sehr leicht mit anderen vergleichen, denn es gibt ja genau die Werte und so diese ganzen Sachen. Das ist jetzt nicht so, wie jetzt zum Beispiel in der Schule oder so, wo du immer so sagen kannst, ja, das ist so ein bisschen vom Lehrer beeinflusst, das hängt davon ab, wie speziell du jetzt in diesem Einzelthema warst und so weiter. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schwammige Sache. Das ist ja in der Uni teilweise noch schwammiger und noch weniger schwammiger, je nachdem. Oder im Beruf hängt es sowieso nur noch davon ab, sozusagen, wie dein Chef das sieht sozusagen und nicht unbedingt von der puren Realität. Aber im Game ist es halt so und deswegen ist wahrscheinlich auch diese große Cheat-Verdächtigung immer da. Du hast nur diese blanken Zahlen und dann siehst du eben ganz genau, wie viel hast du, wie viel hat derjenige, mit dem du dich vergleichst und der sozusagen dein Ziel ist. Also das ist sozusagen schwarz auf weiß. Da stellt sich natürlich die Frage, sind Videospiele tatsächlich eine Möglichkeit, um sich mit anderen gut zu vergleichen? Wird man da konfrontiert damit, dass man vielleicht überhaupt nicht besser ist als die anderen? Die meisten Menschen denken ja wahrscheinlich, dass sie besser sind. Das hat ja was mit Ego zu tun. Man denkt ja meistens, dass man besser ist als andere. Das hilft einem einfach. Dann fühlt man sich sicherer und da kann man manche Dinge besser angehen. Aber das Videospiel zeigt dir mit absoluter Klarheit und Deutlichkeit, dass du es nicht bist, dass du genauso gut oder genauso schlecht wie die anderen bist und dass du nicht, auch nicht viel wesentlich besser sein kannst. Das ist wirklich, das klingt gut. Allein schon deswegen, wenn ich drüber nachdenke, wo regt man sich am meisten auf? Bei den Multiplayer-Spielen. Das kann ja eigentlich kein Zufall sein. Nämlich gerade, wenn man jetzt so ein richtiges RPG hat, wo man wirklich völlig für sich spielt, man sitzt in seinem Raum, weiß ich was, zum Beispiel Mass Effect, und man taucht so richtig in der Story ab und man stellt sich vor, man wäre eben auf diesem Raumschiff und so weiter und man hat diese, ist so richtig da drin und ist gefesselt, dann regt man sich ja nicht wirklich auf. Im Gegenteil, man fiebert richtig mit und man hat teilweise sogar so richtig diese große Freude, wenn man irgendwie was Bestimmtes erreicht hat und sowas. Und das ist dann ganz anders zum Beispiel, also sozusagen, wenn du da verlierst, das regt dich ja nicht stark auf. Aber sagen wir zum Beispiel in einem Multiplayer, da hast du ja dann direkt diesen Vergleich, weil im Mass Effect, da siehst du ja nicht. Ich meine, was willst du da groß vergleichen? Wie schnell du es durchgespielt hast? Aber das wird ja sozusagen kaum gemacht. Du gehst ja nicht hin und sagst so groß, ich habe das in so und so viele Stunden durchgespielt. Und man spielt dieses Spiel ja auch nicht wirklich auf Zeit. Oder genauso bei vielen Strategiespielen. Solange du das Strategiespiel für sich an deinem PC spielst und die Kampagne durchspielst und so weiter, dann fühlst du dich der größte Eroberer aller Zeiten und so weiter, ne? Und sobald du dann im Online-Gaming bist sozusagen, dann kriegst du sozusagen so richtig einen auf die Fresse. Da ist vielleicht bei dem Thema nochmal ganz interessant einzulenken, wenn man noch das Koop-Spiel mitnimmt. Weil das ist ja praktisch auch ein Vergleich mit anderen. Es gibt sehr viele Koop-Spiele, die dir praktisch am Ende die Punkte anzeigen und dann wird gesagt, du bist besser als der, der mit dir gespielt hat oder eben umgekehrt. Da habe ich mich persönlich aber noch nie wirklich drüber aufgeregt. Ich gönne das dem den anderen einfacher. Denn das ist ja meistens ein Freund, ein guter Bekannter, mit dem du das spielst und der ist ja sowieso auf deiner Seite. Vielleicht triggert, sage ich mal, dieses Multiplayer-mäßige, dieses Alle gegen Alle oder Team gegen Team, auch so dieses Feinddenken. Du denkst automatisch, der andere ist dein Feind. Das ist kein sportlicher Wettkampf. Das ist einfach dein Feind und den musst du ausschalten. Und zwar so effektiv, wie das überhaupt nur geht. Das ist auch wirklich insofern interessant, weil es ist ja wirklich so, dass Games ja quasi eine Simulation sind. Natürlich hast du nur deinen Bildschirm, auf den du guckst, du hast nur deinen Lautsprecher, du hast den Ton, du weißt schon noch, dass du nicht wirklich da bist, aber es ist ja schon eine Simulation. Und wenn du zum Beispiel jetzt im klassischen Kriegsshooter bist, dann
ist es ja nicht quasi so, wie wenn du jetzt was Abstraktes machst, wie zum Beispiel Fußball spielen. Natürlich gibt es da auch Feindbilder, es gibt auch diese ganze Aggressivität und so weiter, aber es ist halt nicht so stark wie beim Gaming. Aber beim Gaming sozusagen, da, auch wenn es nur simuliert ist, du befindest dich quasi in einem wirklichen Krieg. Du besiegst den Gegner nicht, du ziehst ihn nicht ab oder so, sondern er wird getötet. Es spritzt Blut mitunter und sowas. Das sind Sachen, die unterbewusst durchaus schon noch so eine ernstere Lage sozusagen vorspielen. Es geht ja jetzt gar nicht darum, dass Brutalität jetzt irgendwie in Spielen schlecht ist, aber vielleicht gibt es sogar über diese Schiene doch so einen leichten Zusammenhang zwischen Gewaltgrad der Spiele und zwischen Aggressivität. Ich meine, das ist vielleicht jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber es könnte mir zumindest gut vorstellen, dass zum Beispiel du dich in einem Prügelspiel mehr aufregst, indem du am Ende so eine richtig krasse Fatality hast, wo du so richtig zersplattert wirst und alles, als wenn du jetzt was hast, wo einfach nur der Typ sich dann hinkniet und dann steht, du hast.